You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Eagle.com, configure Rim, you stable. Rim, you stable. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying Will I misrepresented get myself. Away from me. Start of guided entry. You're a coward and a liar and a thief. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us. So, und mit diesem netten Einspieler begrüße ich euch auch zu einem neuen Video. Ja, das, was wir gerade da gesehen haben, das war der K.O.-Schläger Buzz Aldrin. Ja, der ist der gute Mann, der ist ja auch 33 Grad Freimaurer. Und ja, zu dieser Szene ist es eigentlich gekommen, dass der Reporter, oder in dem Fall ist der gute Mann, der Bart Zibrill, ihn gefragt hatte, ob sie tatsächlich auf dem Mond gewesen sind und er sollte doch auf die Bibel schwören. So, und da natürlich auch die Freimaurer wissen, dass die Bibel auch das Wort Gottes ist und dass es die Wahrheit ist, hat er es natürlich nicht gemacht. Und da er sich natürlich in dem Fall so bedrängt hat, hat er ihn erstmal kurzerhand mal eben, ja, gleich in der ersten Runde ausgedockt, ne? So, und diesen guten Bart Zibrill, den müssen wir uns mal ein bisschen näher anschauen, weil ich möchte mit ihm eine kleine Challenge machen. So, und hier befinden wir uns jetzt auf dem Wikipedia-Lügenpedia-Eintrag von Bart Zibrill. Ja, das eignet sich immer sehr gut, diese Plattform eigentlich, Wikipedia, dazu, um mal so ein paar Sachen aufzudecken oder auch mal aufzuzeigen, warum diese oder jenige Sachen so benannt werden, ne? Ja, und das ist der gute Mann, der Bart Zibrill, der jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter geworden ist. Die ganzen Geschichten, die sind ja auch schon, ja, sehr viele Jahre lang her. Ich schätze mal, so 15 bis 20 Jahre sind die locker schon her, wo diese Sachen passiert sind. Er hat ja nicht nur den Buzz Aldrin angesprochen zu dieser Mondlandungsgeschichte. Er hat auch ja, diverse andere, die da angeblich da auf dem Mond waren, hier angesprochen. Und jedes Mal hat er immer versucht, die guten Leute auch dazu zu bewegen, dass sie auf die Bibel schwören sollten. Und das machen natürlich auch Freimaurer nicht, ne? Na gut, jetzt können wir mal gucken, was so diese Lügenpedia-Plattform hier jetzt zu dem guten Mann sagt. So, Bart Zibrill ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker. Normalerweise müsste ja eigentlich Verschwörungsterrorist stehen, nicht? Der Werke geschrieben, produziert und inszeniert hat, um den falschen Glauben zu unterstützen, dass die Mondlandungen zwischen 1969 und 1972 von der NASA unter der Kontrolle der CIA durchgeführt wurden. Er hat 4 unabhängige Filme geschrieben, produziert und Regie geführt, die für die Ideen werben. Der erste ist der Film A Funny Thing Happened on the Way to the Moon aus dem Jahre 2001. Ja, er hat diverse Videos oder auch DVDs rausgebracht und ja, in diesem Wikipedia-Eintrag, da stehen natürlich wieder sehr viele Dinge drin, die ihn natürlich ja, im schlechten Licht erscheinen lassen sollen. Das sieht man immer, erkennt man auch schon mal ganz schnell an dem Wort Verschwörungstheoretiker, was immer gleich ganz am Anfang aufgeführt wird. So, und wie ich das gerade schon mal so ein bisschen gesagt habe, ich wollte mit dem Bart Zibrill eine Challenge machen und da werden wir jetzt gleich mal eben nach YouTube entschalten, weil der gute Mann hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. So, und das hier ist jetzt der YouTube-Kanal von dem guten Bart Zibrill. So, und der gute Mann, der hat mal vor 6 Monaten ein Video rausgebracht, in dem er in 3 Minuten erklärt, warum die Mondlandung ein Betrug ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Some people say it's hard to believe that the moon landings were faked. I say it's hard to believe that they were real. What NASA is claiming is that they went 1,000 times farther than they can go today
with 50-year-older technology on the very first attempt with 1/1,000,000th the computing power in all of NASA than is in a cell phone. All the proof that you need that the moon landings are fake is in this one picture. In sunlight, shadows will always run parallel with one another. This is because the sun is about 1,000,000 times bigger than the Earth, and it casts shadows in the same direction over an entire continent. So you'll see in sunlight, shadows always run parallel and never intersect. Here's a picture which the federal government claims was taken on the moon. The astronaut shadow runs at 12 o'clock, and this rock, only about 5 feet away, the shadow runs at 9 o'clock. This is a 90-degree difference from objects 5 feet apart from one another. This proves that this was taken on Earth with an electrical light inside of a television studio. This is all the proof that you need that the moon landings were fake. If Toyota said that they made a car 50 years ago that could go 50,000 miles on a gallon of gasoline, and yet today their best car could only go 50 miles per gallon or 1,000th the distance, wouldn't the fraud of the previous claim be obvious? And yet, this is exactly the moon landing fraud. And yet, people don't see it because of their emotional attachment to it. They're claiming they went 1,000 times farther 50 years ago than they can go today with 50-year-older technology. That doesn't make any sense. It's the only time in history that a technological achievement like the automobile or the airplane or nuclear power that no nation on Earth could repeat it 50 years later, when in fact it should be 100 times greater 50 years later. If they could go to the moon with 1960s technology, men would be in another solar system by now. Men would have walked on Mars 10 years later, 40 years ago, which never happened. And there would be bases on the moon there today, of which there are none. It's the only time in the history of the world that technology that cost $175 billion was deliberately destroyed afterwards. Would Bill Gates spend $175 billion to make the first computer and then, when he was done, throw it and the schematics in the trash? But that's what NASA claims that they did. They only did that to destroy the evidence of the fraud, which is proof itself that they didn't go, because if they really went, they would never destroy the technology. The B-52 bomber was made 70 years ago and is still in service today in the United States Air Force because it worked so well. Now they want to return to the moon, and they're having to recreate all that equipment from scratch because they deliberately destroyed it in order to hide the evidence of the fraud. I say it's harder to believe that the moon landings are real than to believe that they were fake. And this one picture proves that it was taken inside of a television studio on Earth. So, und wie wir gerade schon gesehen haben von dem Bart Sibrell in seinem Video, er hat ein sehr gutes Argument angebracht. Und ja, die Challenge, die ich eigentlich mit ihm machen möchte, ist, dass ich ja eigentlich einen besseren Beweis dafür habe, dass diese ganze Mondlandungsgeschichte ein großer Schwindel ist. Und dafür werde ich jetzt euch mein Video dazu jetzt einspielen. Und da wünsche ich euch viel Spaß damit. Stay running there a second. Huh? It stayed running for a second. Hier die Retrokapsel von Apollo 16 an. Das ist das Oberteil, was vom Mond zurückgestartet ist, wenn es so stimmt. Ja? Sieht so ein Raumschiff aus, mit so eingebeulten Resten. Das sieht aus wie ein Schotthaufen. Mhm. Und sowas soll ein raumflugtaugliches, vakuumfestes Gerät sein.
das ist von der anderen Seite. Wenn man sich das betrachtet hier, wie die zusammengebaut sind. Ja, das sehe ich ja. Das sieht ja dermal verbeult aus. Das ist ja wie das sieht aus wie aus Pappdecken. Oder Müllcontainer ist das ja, so. Ja. Aus, ja. So, und jetzt habt ihr die freie Wahl zu dieser Challenge, nämlich jetzt dürft ihr nämlich abstimmen in Form der Likes. Und zwar, wenn ihr jetzt meinen Beitrag am besten gefunden habt für diesen Mondlandungsbetrug, dann müsst ihr den Daumen nach oben setzen. Und wenn ihr den Beitrag von dem Bart Zibrell am besten fand, dann müsst ihr das Ding auf ein Däumchen da unten setzen, ne? Also dann Dislike machen. Ne? Also jetzt habt ihr die freie Wahl, entweder meinen Beitrag mit einem Daumen nach oben hin oder den Beitrag von Bart Zibrell mit einem Daumen nach unten hin. So, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für dieses Video. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und Gottes Segen und bis die Tage dann. Thank you.